Ich darf ihn nochmal jetzt auch im Video bringen, den flachsten Witz im Trainingslager. Michael, du hattest vorhin einen Zopf auf dem Trainingsplatz und Zopf und Hefe ergibt Hefezopf. Ein Brüller, ich weiß. Michael, auf solche schlechten Ideen kommt man am sechsten Tag im Trainingslager. Wie geht's dir hier? Wie ist es? Wie ist es um die Stimmung bestellt? Stichwort Lagerkoller. Ach, bei uns geht's noch einigermaßen. Wir hatten ja gestern zum Glück einen halben Tag frei. Ich denke, das hat jedem gut getan, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen vorne ans Meer zu fahren oder einfach ein bisschen rumhängen zu chillen. Das war ganz gut für jeden. Jetzt geben wir einfach weiterhin Gas, weil das Ende ist ja schon in Sicht. Und ja, bis jetzt geht's noch. Und mal was anderes essen, oder? Ja, das stimmt. Also da hat, glaube ich, jeder ein bisschen was anderes gegessen, weil hier im Hotel ist ja doch ein bisschen andere Kost als wie bei uns zu Hause. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile daran gewohnt. Es ist okay, das Essen, sagen wir mal so. Ja, aber ich freue mich natürlich schon auf meine heimische Küche zu Hause dann. Auf die heimische Küche, die du ja mittlerweile auch in Dresden bekommst. Die Weißwürste werden für den Herrn Hefeler auch in Dresden geliefert. Ja, genau, eingeflogen, kann man sogar so sagen. Nee? Das ist sehr gut. Jetzt lass uns mal über das Sportliche reden. Was hast du bislang für einen Eindruck hier im Trainingslager? Wie siehst du die Mannschaft vorbereitet auf den Rest der Rückrunde? Ja, bis jetzt haben wir ja im Grundlagen-Ausdauerbereich gearbeitet, die erste Woche. Jetzt machen wir ein bisschen Spielformen, Zweikämpfe, ein bisschen was Spritzigeres, also oder Kraft auch noch dazu. Es ist alles ziemlich anstrengend, wir haben alle ziemlich schwere Beine. Der erste Test gegen Marcia 0-0, ich denke, da waren wir defensiv gut gestanden, haben nicht viel zugelassen. Klar, die eine oder andere Chance hatten die schon, weil die waren schon ein bisschen leichtfüßiger. Von der Anlage ist das was ganz anderes als deutscher Fußball, finde ich. Und ja, wir arbeiten jetzt einfach unser Programm ab und ja, dann wird man sehen, was in Münster rauskommt. Jetzt am Sonntag Test gegen Sion, die konntet ihr am Dienstag sehen, gegen den BVB. Sion, Schweizer Erstligist, auch eine Hausnummer, sicherlich dann auch für euch eine richtige Duftmarke. Ja klar, ich denke, da ist jeder heiß auf so ein Spiel gegen Erstligisten zu spielen. Wir haben gegen Dortmund gesehen, dass sie ja, defensiv auch sehr gut gestanden waren. Die werden wahrscheinlich ein bisschen anders gegen uns spielen, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein Vorbereitungsspiel. Da glaube ich, jeder ein bisschen schwere Beine. Ich weiß nicht, wie man das einschätzen soll, weil wir bereiten uns ja auf die Saison vor. Und ja, da muss man einfach schauen, wie das Spiel verläuft. Ich will einfach gut in die Saison reinstarten, dass wir unseren Tank voll machen, damit wir bis zum letzten Spieltag Power haben. Dein kongenialer Partner in der Innenverteidigung, Dennis Erdmann, hat gesagt, ich habe ein Ziel, ich will aufsteigen. Du auch? Jeder hat seine eigenen Ziele. Ich will so lange wie möglich oben dabei bleiben. Ich will jetzt dieses A-Wort nicht im Mund nehmen, aber ich glaube, ich bin hier nicht nach Dresden gekommen, um ja, weiter in der dritten Liga zu spielen. Ich kann es nochmal sagen, die Mannschaft hat ihre Ziele, jeder Einzelne hat seine Ziele, jeder will so hoch wie möglich spielen. Und ja, wenn wir das hier schaffen, wieso nicht? Definitiv. Was glaubst du auf euch beide? Yannick Müller hat auch Innenverteidigung gespielt, aber auf Hefele und Erdmann ist natürlich die Liga jetzt auch aufmerksam geworden, die dritte Liga. Was zeichnet euch aus? Ja, ich denke, der Dennis und ich, wir gehen einfach dahin, wo es einfach ein bisschen wehtut. Wir scheuen keinen Zweikampf und das macht unser Spiel im Endeffekt aus. Der Dennis ist ja, vielleicht noch ein Ticken aggressiver und hat da keine Angst, dass er sich verletzt oder irgendwas. Das gefällt mir bei ihm sehr gut. Und ja, das ist einfach so unsere Spielweise. Jetzt sind es noch, ich schätze mal, rund 6 Wochen bis zum Pokalspiel. Pokaltermin steht seit heute fest. Steht bei dir, steigt bei dir auch die Vorfreude, nachdem ihr ja nun am Dienstag auch euren Pokalgegner sehen konntet, auf dieses Spiel? Oder sagst du, nee, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir in die Liga wieder gut reinstarten? Also das habe ich jetzt noch gar nicht im Fokus. Das interessiert mich jetzt eigentlich noch nicht so. Für mich ist jetzt einfach wichtig, dass wir gut in die Saison starten, dass wir in Münster punkten,
dass wir dann in Erfurt zu Hause einen Dreier holen. Wie gesagt, ich will einfach jedes Spiel gewinnen und will einfach so lange wie möglich oben dabei bleiben. Und der DFB-Pokal ist natürlich so ein kleines Zuckerl, sagen wir, in Bayern. Und da muss man einfach schauen, was da passiert. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Jetzt kann ich auch mal diese Phrase sagen. Man muss einfach schauen, was passiert. Aber wie gesagt, jeder konzentriert sich auf die Liga, weil die Liga ist unser tägliches Brot. Und ja. Mein Hefezopf toppst du heute sowieso nicht mehr. Auf was freust du dich am meisten, wenn es am Montag wieder nach Hause geht? Da werde ich erstmal zu meinem Italiener fahren und werde mir Penne Arrabbiata mit Rinderfiletstreifen holen. Das klingt fantastisch. Michael, vielen Dank. Bitte, gern geschehen.